Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung in unserer Sendereihe Heilung gegen alle Regeln, Wege zur Gesundheit. Heute zu dem Buch von Sven Böttcher, Rette sich, wer kann. Das Krankensystem meiden und gesund bleiben, erschienen im Westend Verlag. Wir nehmen mal den Bildschirm dazu. Also bei Amazon gibt es das als Taschenbuch für 18 Euro und dann gibt es dort auch einen Blick ins Buch. Rette sich, wer kann. Hier das Inhaltsverzeichnis. Können Sie selber lesen. Ich mache das nur ein bisschen größer. So. Es geht bei Sven Böttcher um seine persönliche Geschichte. Er wurde mit Multiple Sklerose diagnostiziert, hat dann das leidvolle Erleben in der deutschen Schulmedizin mit Multiple Sklerose absolviert. Und hat dann einen Weg aus der Schulmedizin heraus zur Heilung gefunden, wobei er sicher das Wort Heilung bestreiten würde. Das Buch ist lesenswert. Ich nehme mal jetzt diesen Blick ins Buch hier weg. Wir machen mal auch hier das weg. Also wenn wir auf unsere Homepage Heilung gegen alle Regeln gehen, dann finden Sie ja hier die Unterseite Grundkenntnisse und beim Bürgertreff Gesundheit, wohin dieser Link führt, haben wir ja drei Bücher als Grundlagenwerke. Dazu gehört How Not to Die, wo es ein besonderes Video gibt mit Michael Greger. Dann Holistisch Gesund von Benjamin Weidig, auch ein gesondertes Video. Und hier eben Rette sich, wer kann. Ich nehme mal willkürlich eine Leseprobe und schalte dazu den Bildschirm mal weg. So, Leseprobe auf Seite 63 des Buches Rette sich, wer kann, das Krankensystem meiden und gesund bleiben. Zitat, Forschung und Studien. Auf unserer Reise von einer falschen Prämisse zur nächsten wollen wir uns an der Haltestelle Studien nur kurz aufhalten, denn das Studienproblem ist derart gravierend, dass es hier nicht annähernd gebührend gewürdigt werden kann, jedenfalls nicht im skandalösen Detail. Die größten Wahrnehmungsfehler unsererseits wollen wir aber in gebotener Kürze ausleuchten, denn widerspiegelt unsere Gutgläubigkeit uns gefährliche Streiche. Wir gehen beim Einsatz von Therapien und Medikamenten von deren nachgewiesene Wirksamkeit aus, das ist falsch, siehe oben, und davon, dass Leitlinien dies abbilden und überdies strengen Kriterien genügen, falsch, siehe oben. Wir gehen also davon aus, dass auch die Zulassung von Medikamenten evidenzbasiert ist, falsch, sprich auf soliden kontrollierten Studien beruht, ebenfalls falsch. Dass inzwischen mehr als 90% der klinischen Medikamentenstudien von der Pharmaindustrie bezahlt oder beeinflusst werden, sei hier nur am Rande erwähnt. Ebenso der Umstand, dass die Bestellung von gewünschten Ergebnissen bereits an den Universitäten beginnt. Dass aufgrund dieser Praxis nachweislich ein nicht methodologisch begründetes Ergebnis Ungleichgewicht der Studien zugunsten der Produkte der Hersteller entsteht, also des Studienfinanzierers, wird niemand verwundern. Deshalb fordern die Herausgeber der weltweit einflussreichsten medizinischen Publikationsfläche des British Medical Journal, BMJ, seit langem, dass pharmafinanzierte Studien gar nicht mehr in Fachpublikationen erscheinen dürfen. Mit dieser logischen Forderung werden BMJ-Chefin Fiona Godley und Co. sich auch umgehend durchsetzen können, sobald der Yeti an Weihnachten seine erste Praxis in Detmold eröffnet oder anders gesagt, mit Professor Dr. Wolf-Dieter Ludwig, dem Vorsitzenden der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, die Vorschläge, von der Pharmaindustrie finanzierte Studien nicht mehr zu publizieren, sind unrealistisch. Ende des Zitats. Der Vollständigkeit halber sei aber festgehalten, dass nur die Hälfte aller Studien überhaupt veröffentlicht wird, dass etliche Studien im Ausland stattfinden, bevorzugt an Drug-Naives, also vergleichsweise jungen Menschen, die möglichst noch nie Medikamente geschluckt haben, und bevorzugt in Ländern mit total stabilen Kontrollmechanismen wie Indien. Außerdem gibt es gar keine Meldepflicht für begonnene Studien und so weiter. Ich glaube, Sie haben ein Gefühl dafür bekommen, dass ein Journalist hier Klartext redet. Und dieses Buch haben wir ja nicht ohne Grund als Grundlagenwerk im Bürgertreff Gesundheit deklariert. Wir wollen uns mal jetzt wieder dem Bildschirm zuwenden und mal ein bisschen gucken, was wir noch so zu bieten haben. Also, das war jetzt die Bürgertreff Gesundheitsseite, das können wir wegmachen. Dann, das können wir auch wegmachen.
So, dann gibt es bei YouTube, wenn Sie Sven Böttcher eingeben, ausführliche Videos. Also ich empfehle vor allem KenFM und Rubicon, aber auch die anderen. Es gibt ja ein sehr langes Filmmaterial, 2 Stunden, 2,5 Stunden. Also Sven Böttcher bei YouTube suchen, dann finden Sie sehr viel Filmmaterial. Ich gehe jetzt wieder raus aus dem Bildschirm. Uns als Bürgerschaft Gesundheit war es wichtig, neben How Not to Die von Michael Greger und Benjamin Weidig, Holistisch Gesund, auch dieses Buch, Rette sich, wer kann, als drittes Buch zur Grundlagenliteratur zu erklären. Wer bei uns im Bürgerschaft Gesundheit kostenlos beraten werden möchte, was wir ja tun, kann dies nur, wenn er vorher alle 3 Bücher gelesen hat. Wir empfehlen Ihnen, wenn Sie MS-krank sein sollten, natürlich vorrangig Sven Böttcher. Für heute herzlichen Dank fürs Zuschauen und auf bald.